Moin Moin, ich bin Alex und wer mich noch nicht kennt, der lernt mich heute kennen. Ihr seht schon, dieses Video ist heute unterstützt und zwar von Treedom. Ich setze jetzt auch mal die Brille ab, damit ich euch ein kleines bisschen mehr dazu erzählen kann, denn die ist ohne Stärke und hat nur Blaulichtfilter. Ich dachte mir tatsächlich, was kann ich Gutes dieses Jahr zum Valentinstag tun? Erstens, Chris ist in der Ferne, wir verbringen den Valentinstag gar nicht zusammen. Und ehrlich gesagt finde ich dieses Blumengeschenke auch doof, denn die Blumen verwelken. Ja, was kann man nun also tun, wenn man keine Blumen verschenken möchte? Klar, ich dachte mir, warum machen wir es nicht einfach so? Wir machen Valentinstag jetzt zum Tag der Bäume. Die Bäume können aus der Ferne gepflanzt werden. Ihr könnt euch aussuchen, was für ein Baum. Es steht auf der Website von Treedom tatsächlich auch immer dabei, wie viel CO2 ihr damit vernichtet, einspart, wiederherstellt, sagen wir es so. Was das für, also in welchem Bereich ihr Kleinbauern eben unterstützt. Das heißt, wenn ihr einen Baum setzen lasst oder zwei oder drei oder vier oder wir machen Wald raus, dann unterstützt ihr die Artenvielfalt, ihr bestärkt Frauen, kleine Unternehmen können gegründet werden, klar. Klimaschutz und noch vieles, vieles mehr. Und das Coole dabei ist natürlich, ihr geht auf die Homepage, sucht euch einen Baum oder eben mehrere Bäume aus, je nachdem, ob ihr tatsächlich einen Wald pflanzen möchtet, was ich eine sehr geile Idee finde, ne? Es ist tatsächlich gar nicht mehr möglich, ein, wie war das? Haus bauen, Baum pflanzen, Kind zeugen oder so? Hausbau jetzt nicht bei mir, geht noch nicht, aber ich wollte definitiv immer einen Baum pflanzen. Das kann ich jetzt eben über die Ferne tun und damit eben noch so tolle Sachen unterstützen. Das heißt, ihr geht auf die Homepage, Alex, sammel dich, und sucht euch den Baum aus, könnt da dann eben die ganzen Schritte verfolgen. Ich glaube, ihr könnt den Baum tatsächlich sogar benennen und ihr könnt diesen Baum dann tracken und Fotos von ihm sehen. Das heißt, auf Treedom habt ihr dann für euren Baum eine kleine Mini-Facebook-Seite für ihn angelegt und könnt diesen Baum verfolgen, wie er wächst, wie er groß wird, wie er seine ersten Früchte trägt, auch wie er das erste Mal zur Schule geht. Und zum Valentinstag gibt es jetzt tatsächlich auf Treedom 5 verschiedene Baumpärchen, die zu euch passen. Treedom hat die auch sehr, sehr süß benannt. Ich glaube, es gibt sowas wie die Weltenbummler, die Pupsi-Hasis, Drama-Duo. Was war das vierte? Also, wir sind auf jeden Fall, und das erzähle ich euch jetzt, Partner in Crime. Das ist eine weiße und eine schwarze Mangrove. Das ist so, als wären wir in einem früheren Leben füreinander bestimmt gewesen. Wir sind so perfekt, wir sind Best Friends. Aber ja, so kitschig es klingt, diese Beschreibung hat tatsächlich am besten zu mir und Chris gepasst. Deswegen habe ich mich für diese Kombo entschieden und Chris und ich haben zum Valentinstag jetzt ein Baumpärchen und wir können uns angucken, wie es wächst und sprießt und tun was für die Umwelt. Und ich wäre kein Influencer, wenn es nicht einen Gutscheincode geben würde. Und zwar ist der nur bis zum 16.02. gültig. Ja, es ist noch nach Valentinstag, weil es vielleicht auch Leute gibt wie mich, die ihren Pupsi-Hasi nicht am Valentinstag sehen. Der ganze Code heißt AlexLove, damit spart ihr 15% auf die Baumpärchen. Und zwar auf Instagram selbst. Und zwar bis zum 13.02. verlose ich selbst 4 Baumpärchen. Jeder, der gerne bei Instagram mitmachen möchte, gerne auf Instagram gehen. Es wird ein Foto dazu geben, drunter kommentieren. Ich lose es dann am 13.02. aus. Ihr bekommt dann, glaube ich, einen Code geschickt. Und dann habt ihr ein wunderschönes Valentinstagsgeschenk für den Schatzi eurer Wahl. Auch wenn es vielleicht einfach nur euer Hund ist. Ne? Nun kommen wir aber tatsächlich zu dem Part, auf den ihr alle gewartet habt. Denn es ist wieder soweit. Auf Instagram, ja Leute, ich werde es heute noch 50 Mal sagen, habe ich euch in den Stories gefragt, ob ihr wieder Beziehungsfragen an mich habt. Ob es irgendwelche Probleme gibt, über die ihr mit mir reden möchtet, die ich euch erklären soll, beziehungsweise technisch, liebestechnisch, alles, was euch da einfällt, was um Thema Liebe, Beziehung und Co. geht, ne? Und es kamen wieder die Anfragen rein, gedönst, ne? Die erste Frage, die reinkam, ist es normal, in einer Beziehung Zweifel zu haben? Verlustängste, gerade im Hinblick auf das Auslandssemester, stand da noch mit Erklärung dazu. Ich würde behaupten, es gibt sehr wenige Menschen da draußen und ich habe zumindest noch keinen getroffen, der noch keine Ängste hatte.
Sei es Verlustängste, aber ich rede von Ängste allgemein in irgendeiner Beziehung. Es muss ja keine Verlustangst gewesen sein. Es kann ja auch die Angst gewesen sein, dass man betrogen wird. Aber ich habe das Gefühl, dass jeder da mal Angst vor hatte. Ne? Ich habe, glaube ich, schon mal darüber geredet, dass ich diesen Moment auch schon hatte. Das war aber eine spezielle Situation und tatsächlich, wie du sagst, eben in dem Auslandssemester von Chris. Das hat sehr, sehr viel ausgelöst, tatsächlich, diese Verlustangst, die ich da hatte und diese Eifersucht, die da mitgespielt hat, als Chris ins Auslandssemester gegangen ist. Ich war unglücklich mit meinem Job. Ich konnte YouTube durch meinen Job nicht so ausführen, weil... anderes Thema. Ich hatte eine Mitbewohnerin, die ich dann hier natürlich in der Wohnung hatte, damit ich mir die Miete leisten konnte, die ich nicht leiden konnte. Ergo habe ich mich in meinem Zimmer versteckt. Das hat zu einer Depression geführt. Chris war weg. Ich war hier komplett alleine, isoliert. Ich habe das Haus so gut wie nie verlassen tatsächlich dann. Und Sydney ist jetzt nicht der gleiche Tagesrhythmus, ne? Also dementsprechend, er ist nachts wach, ich schlafe. Und das waren so Sachen, die mich extrem gestört haben. Und klar, erstens durch diese ganzen zeitlichen Differenzen und eben auch durch diese ganzen anderen Faktoren, die da eingetreten sind, kam es dazu, dass ich Verlustängste hatte und eifersüchtig wurde, weil ich das Gefühl hatte, mir entgleitet alles. Das Wichtigste in dieser Zeit ist dann tatsächlich, dass du ganz viel kommunizierst mit deinem Freund, Partner, Ehemann, dass du kommunizierst auf jeden Fall und dass du, wenn es dann soweit ist, dich ablenkst. Lass dir gesagt sein, ich glaube schon, dass das relativ normal ist. Eine schwierige Frage als nächstes. Trennung trotz gemeinsamer Wohnung, Meinung, Lösung, Erfahrung. Erfahrung nicht. Ich fand es schwierig schon, diese ganze Geschichte mit bei Trennung mit Sachen abholen und ich kann natürlich auch nicht in diese Beziehung reinschauen. Ich weiß nicht, warum ihr euch getrennt habt. Wenn es irgendwann nicht mehr passt und ihr dann zusammenwohnt. Es gibt nun mal die Situation, wo man sich auseinanderlebt, wo man 30 Jahre zusammen ist, dass man einfach, dass sich die Interessen in andere Richtungen bewegen, dass der Mensch sich anders entwickelt, als man sich selbst entwickelt, dass man irgendwann damit nicht mehr leben kann, dass man irgendwann tatsächlich einfach nicht mehr verliebt ist und man irgendwann merkt vielleicht, dass man nicht mehr so gut zusammenpasst und deswegen ist die Meinung da, man sollte nicht zusammenbleiben, wenn man nicht zusammenbleiben möchte. Die Lösung ist natürlich jetzt ein bisschen schwierig. Wie viele Zimmer habt ihr? Könnt ihr in verschiedenen Zimmern schlafen? Hast du gute Freundinnen? Wer hat diese Trennung verursacht? Böses Blut, gutes Blut. Böses Blut, schlaft bei Freunden. Gutes Blut, versucht euch räumlich zu trennen. Macht einen Plan. In der Regel habt ihr ja relativ lange Zeit trotzdem dann verbracht, wenn ihr zusammengezogen seid und dann solltet ihr euch zumindest noch zu einem Hauch verstehen. Ihr habt zumindest sehr viel Zeit geteilt und macht einen Plan über eure Besitztümer. Versucht verzeihend zu sein, das heißt, wenn es so um Geld und Co. geht, das ist dann meistens natürlich, wenn die Beziehung endet, dann immer Thema Nummer eins, weil dann ist keine Liebe mehr da und dann geht es um Besitztümer. Wenn er scheiße war, schmeiß ihn raus. Das ist das Fazit. Eine Frage, die sich gehäuft hat, war die Frage, und es ist normal, wenn man knapp 4,5 Jahre zusammen ist, dass nicht nur die Familie fragt, sondern auch irgendwann, glaube ich, auf Social Media gefragt wird. Oder, dass gefragt wird, wie sieht's aus mit Heirat? Wann heiratet ihr? Wie stehst du zu dem Thema Heirat? Oder alle um dich rum heiraten, du bist soweit, aber es passiert nichts. Wie gehst du damit um? Wir kommen erstmal zum Thema Hochzeit allgemein, würde ich sagen. Wir steigen mit dem Thema Hochzeit allgemein ein. Wenn man das mal ganz nüchtern betrachtet, ist es natürlich nur ein Stück Papier, was einem eventuell steuerliche Vorteile bringen kann. Wäre ich jetzt aber kein romantischer Mensch,
würde ich nur das sehen, tatsächlich. Aber ich finde es sehr schön, verheiratet, also die Idee, verheiratet zu sein. Sich vor all seinen Liebsten nochmal zu sagen, dass man sich liebt und dass man das Leben miteinander verbringen will. Ich sehe da nicht die rechtliche Seite und dieses, du bist gefangen. Dann kommen wir darüber aber erstmal zum Persönlichen. Und zwar, wann heiratet ihr, ist natürlich gern gefragt und das ist mittlerweile für mich auch einfach nur eine Scherzfrage. Ich höre ungefähr alle 2 Wochen, wann heiratet ihr. Wenn ich mich mit fremden Leuten unterhalte, wie lange ich mit Chris zusammen bin oder als Scherzfrage von Freunden, die locker nicht als Scherzfrage gemeint ist bei den meisten, weil da natürlich auch so ein bisschen gesellschaftlicher Druck so ein bisschen einfach so in den Köpfen drin ist. Wir sind 4,5 Jahre zusammen und ich bin 4,5 Jahre älter als Chris. Das hat in der Regel gar nichts zu bedeuten, aber wir wohnen in einer Wohnung. Ich habe einen Hund, Loki, also jeder, der Loki nicht kennt, wir haben Loki zusammen, einen Hund, einen Dackel. Er ist jetzt gerade aus dem Studium raus, er verdient sein erstes Geld. Wenn ich wirklich sehe, so pass auf, ich möchte jetzt diesen romantischen Akt leisten und dieses vielleicht in dieses, oh Gott, wie beschreibe ich das, in dieses Familiengefühl reinkommen, was nicht gar nicht mal bedeuten muss, dass ich Kinder haben möchte. Also, zumindest habe ich weiß, dass ich heiraten möchte, ich weiß, dass ich Chris heiraten möchte, aber ich möchte es nicht jetzt. Und ich glaube, das geht ihm genauso. Und ich glaube, das hatten wir auch im letzten Q&A schon hier. Zu der Frage, man ist bereit für die Heirat, aber es kommt nichts. Schwierig. Weiß das dein Partner? Wie denkt er über diese ganze Geschichte? Vielleicht fragst du einfach mal eine Freundin, ob sie das Thema anspricht, was auch wieder sehr manipulativ ist. Oder du machst ihm das mit verschiedenen Gesten klar. Aber wenn er da nicht drauf anspringt, in der Regel, wenn du diesen Drang hast, dass geheiratet wird, sprich es an. Sprich es einfach an. Ich bin immer für die offene Kommunikation zwischen 2 Partnern. Das macht vieles, vieles einfacher. Das besiegt Eifersucht, Ängste, Verlustängste. Kommunikation ist key. Die nächste Frage ist einfach zu beantworten. Die hat meine Freundin Jacqueline Busch gestellt. Und zwar, wer hat die Hosen an? Ich. Ich habe die Hosen an. Häufig Jogginghosen, aber ich habe die Hosen an. Dann natürlich auch spannend, was liebst du an Chris am meisten? Viele Sachen, viele, viele Sachen. Aber ich glaube, es geht um eine spezielle Sache. Grundverankerter Optimismus. Chris schafft es, jede Situation zu beruhigen und mit Optimismus mich ruhig zu stellen. Klingt so böse. Dazu hat er eine sehr beruhigende Stimme. Das liebe ich auch sehr an ihm. Ich liebe es, dass er seine drolligen 5 Minuten hat wie Loki. Ich glaube, Chris ist auch in sich drin ein kleiner Dackel. Nicht ganz so stur, aber drollige 5 Minuten halt. Chris ist witzig. Chris hat unglaublich viel Intellekt. Ich liebe den halt. So, die letzte Frage, die ich mir ausgesucht habe, ist eine sehr, sehr schwierige. Ich muss sie tatsächlich auch ablesen, weil da ein kleines bisschen mehr zu kam. Und zwar, wie geht man mit grausamer, unbegründeter Eifersucht um? Freiheiten abzugeben. Sie hat dann sowas geschrieben wie, ich will halt nicht, dass er jemand anders kennenlernt. Oder Onanie verbieten, go oder no go. Oh, das ist schwierig, vor allen Dingen, wenn man so unsicher ist selbst. Ich kann nur für mich gerade sprechen, weil ich solche Verhaltenszüge oder diese Verbote an den Tag gelegt habe, als ich mit mir selbst nicht im Reinen war, weil ich das Gefühl hatte, ich bin nicht gut genug, er wird jemand anderen kennenlernen, ich werde ihn verlieren, er guckt Pornos, weil ich ihm nicht genug bin, es tut mir weh. Habe ich nicht mehr. Für mich ist es so, wir verbieten uns nichts. Chris soll bitte, 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 der soll hier nicht versauern. Der soll sein Hirn anstrengen. Der soll noch intelligenter und noch cooler für mich werden. Und er soll dann auch gerne rausgehen und andere Leute kennenlernen. Aber ich vertraue ihm genug, dass er nicht mit jemand anderem schläft,
rummacht, was auch immer, weil er das nicht möchte, ich das nicht möchte, wir sind in einer monogamen Beziehung und ich ihm da genug vertraue, dass das einfach nicht passiert, weil er mich liebt, weil er mich toll findet. Das gleiche gilt für Pornos. Es ist ein Video. Das ist natürlich auch die Frage, ne? Ist das für manche Leute Fremdgehen? Finde ich nicht. Du befriedigst da ja nur deine Reize und du machst es da in dem Sinne nicht mit einer anderen Person. Vielleicht hast du auch nicht genügend Fantasie, um es dir vorzustellen in diesem Moment, oder du denkst dir, ich muss kurz Druck abbauen. Ich weiß, ich kann nur für mich reden, beziehungsweise ich kann nur so viel sagen, wie ich es mir zumindest bei männlichen Kollegen vorstelle. Und ich glaube, dass da ziemlich viel Druck ab und zu einfach mal abgebaut werden muss, und dann ist es doch okay, wenn dann diese Industrie einfach da ist. Aber ich finde es eben ganz wichtig, Freiheiten nicht abzugeben. Freiheit ist ein Recht, was dir das höchste Recht sein sollte und was auch deinem Freund das höchste Recht sein sollte. Und das solltest du ihm nicht absprechen. Das tut mir in der Seele weh, weil ich weiß, wie es ist, in dieser Situation zu sein, dass man eifersüchtig ist, nicht will, dass der Freund andere Leute kennenlernt, dass man am Fenster steht und sieht, er unterhält sich mit der Nachbarin vielleicht. Und dann kocht es in dir und dann guckt man in seinen Internetverlauf und sieht da Pornos und dann kocht es in dir. Das habe ich auch tatsächlich erst mit den Jahren dann gelernt, weil ich auch eine Person war, die der Meinung war, dass es einen Menschen geben wird, der sich nur für mich aufopfert. Ich habe das jetzt tatsächlich, aber ich bin entspannter geworden und ich sehe ein, dass auch ich meine Freiheiten brauche, dass ich als introvertierter Mensch zu Hause liegen möchte, und vielleicht möchte mein Partner das einfach nicht, und dann sollte ich nicht sauer sein. Du kannst dich mit deinen Freundinnen beratschlagen. Du kannst dich, wenn deine Mama dir sehr nah ist, mit deiner Mama oder deinem Papa beratschlagen, wie das Thema Freiheiten und Co. aussieht. Du kannst dir die Beziehung deiner Eltern vielleicht mal angucken. Vielleicht schaust du dir da ja was ab, irgendwelche Verhaltenszüge. Gerade die Eifersucht kenne ich von meinem Papa. Das habe ich lange Jahre eben auch noch nachgemacht. Vielleicht redest du aber auch einfach mal ganz, ganz offen mit ihm und er versucht dir dann zu erklären, warum er das nicht kann. Und ich möchte jetzt keine Hiobsbotschaft überbringen, aber bei mir ist das nie gut gegangen. Wenn ich Personen eingeschränkt habe, dann haben die Beziehungen ein Ende gefunden. Teilweise hat es dann 3 Jahre gedauert, teilweise hat es mehrere Wochen gedauert, teilweise hat es 1 Jahr gedauert. Aber sie sind zu einem Ende gekommen. Wenn du diese Person liebst, dann lieb dich als allererstes selbst, arbeite daran, unterhalte dich mit dieser Person, unterhalte dich mit deinem Freund oder deiner Freundin. Einschränken hat noch nie jemandem geholfen, und das findet keine Person und kein Tier der Welt toll, wenn du ihm die Freiheit nimmst. Das war jetzt sehr, sehr lang. Ich verlinke euch hier oben auf jeden Fall schon mal mein altes Q&A, falls euer Fragendurst noch nicht gelöscht ist. Ich möchte mich an dieser Stelle natürlich nochmal bei Treedom bedanken, und ich weise euch jetzt noch einmal auf Instagram hin. Alles Wichtige findet ihr natürlich in der Infobox, damit ihr die Welt ein bisschen schöner machen könnt mit eurem Geschenk und euch glücklich machen könnt und euren Partner glücklich machen könnt und die Welt besser machen könnt. Solltet ihr noch weitere Fragen haben, gerne in die Kommentare. Ich verlinke euch hier noch einmal ein altes Q&A, dass ihr da noch mal vorbeischauen könnt. Um mich rum findet ihr natürlich wieder den Abo-Button und klar Instagram, ne? Denkt an Instagram, da könnt ihr die Bäume gewinnen. Bis zum 13.02. Falls ihr nicht gewinnen solltet, habt ihr immer noch den Gutscheincode AlexLove. 15% bekommt ihr da auf eure Baumpärchen. Und was ich ganz geil finden würde, natürlich, ihr könnt mir auch hier bei YouTube mal unten reinschreiben, ne? Welches Baumpärchen zu euch passen würde. Aber die Verlosung findet auf Instagram statt, also alle auf Instagram rüber. Von mir war's das. Ich sehe euch im nächsten Video wieder und ihr seht mich im nächsten Video wieder. Bis dahin, Tschüssikowski.